Das Hubble-Weltraumteleskop ist dafür bekannt, nicht nur atemberaubende Bilder von einzigartiger Qualität zu schießen, sondern auch Aufnahmen zu tätigen, die man bislang nicht für möglich gehalten hätte. So haben Astronomen das Teleskop benutzt, den jungen Stern HR 4796a aufzunehmen. Sie entdeckten eine sehr weite und komplexe Struktur staubigen Materials, das den jungen Stern in einem Durchmesser von 140 Milliarden Kilometern umgibt. Diese weite Struktur umgibt den Stern in großer Entfernung, während ein innerer, leuchtender Ring den Stern auch umgibt. Bei diesem inneren Ring handelt es sich vermutlich um eine protoplanetare Scheibe, in der gerade Planeten entstehen. Das beobachtete System ist nur 8 Millionen Jahre alt. Das beobachtete Material wiederum, welches sich sehr fein um den Stern legt, ist vermutlich durch die Kollision von Kometen und Protoplaneten mit anderen Protoplaneten entstanden. Der unglaublich starke Druck des jungen Sterns, der 23 Mal heller als die Sonne leuchtet, verbannte den Staub dann in die äußeren Regionen des sich gerade entwickelnden jungen Sternsystems. Dazu sagte Glenn Schneider von der Universität von Arizona, Texas: Dieser Zusammenhang zwischen dem inneren Ring, wo das Material des äußeren Rings entsteht, und des Sternendrucks, der das Material von innen nach außen drückt, ist eines der eindeutigen Zeichen für die Interkonnektivität zwischen der Materie und anderen Kräften in einem Sternensystem. Wir können exoplanetare Systeme nicht einfach als isoliert betrachten. Umgebungseffekte wie etwa Interaktionen zwischen dem inneren System und dem interstellaren Medium zum Beispiel zeigen auch die Langzeiteffekte für die weitere Gesamtentwicklung des Systems auf. Die merkwürdigen Asymmetrien, mit denen wir es bei HR 4796a zu tun haben, zeigen, dass nicht nur der Druck des jungen Sterns, sondern auch andere Kräfte am Werk sind. Wir haben einzelne solche Effekte auch in anderen Systemen beobachten können, doch noch nicht verschiedene zusammen wie in diesem System. Seit den 1990er Jahren hat Hubble etwa 40 solche ähnliche Systeme entdeckt. Solche Staubringe um junge Sternensysteme werden nahezu überall dort vermutet, wo junge Sterne entstehen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Kommentar in der Kommentarspalte, vielleicht sogar ein Like. Und wenn ihr mehr Videos dieser Art sehen wollt, abonniert meinen Kanal und unterstützt Öggis Kosmos.